Hallo und herzlich willkommen zurück bei Une vie frais le monde. Mein Name ist Jasmin und ich bin eine Deutsche, die in Frankreich lebt. Und auf diesem Kanal sprechen wir über deutsch und französische Kultur auf Deutsch und auf Französisch. Also falls euch das interessiert, lasst mir auf jeden Fall ein Abo da und folgt mir auf Instagram. Dort gibt es täglich Stories aus meinem Alltagsleben hier in Paris. Und heute möchte ich über ein paar Dinge sprechen, die man als Tourist oder Touristin in Paris unbedingt vermeiden sollte. Ich lebe mit ein bisschen Unterbrechungen schon seit 2018 in Paris. Ich war ein Jahr wieder in Lyon, aber ja, insgesamt lebe ich schon ein bisschen hier und habe die Stadt ganz gut kennengelernt. Ich bin allgemein jemand, der ja sehr gerne Städte entdeckt und versucht, sie auch so richtig zu verstehen und zu analysieren. Und ich würde behaupten, dass ich Paris relativ gut kenne und ich teile natürlich gerne meine Erfahrungen mit euch. Und ja, sehr oft sehe ich deutsche Touristen oder auch Touristen im Allgemeinen in Paris und denke mir, ah, okay, das ist vielleicht nicht das Cleverste, was du gerade machst. Und es gibt einfach so ein paar Dinge, die man nicht machen sollte, um hier nicht anzuecken, sich nicht in Gefahr zu bringen und auch andere nicht in Gefahr zu bringen. Und ja, daher dieses Video. Also das Erste, was ihr auf jeden Fall nicht machen solltet als Tourist in Paris, ist ja in der Metro nicht aufzustehen, wenn es sehr voll wird. Es gibt solche Klappsitze in den Türbereichen der Metro und da kann man sich hinsetzen, wenn nicht so viel los ist. Aber es ist sehr üblich, dass man aufsteht, sobald es ein bisschen voller wird. Und es gibt immer wieder Leute, auch Pariser, aber vor allem viele Touristen, die das nicht so ganz checken, weil ja, diese Sitze gibt es jetzt so, glaube ich, in Deutschland, also in Berlin zum Beispiel, gibt es die nicht. Und ja, die checken einfach nicht, dass es unhöflich ist oder merken nicht so sehr, wenn es voll wird. Und das ist ein großer Fauxpas, den man nicht machen sollte. Also man steht auf jeden Fall auf, wenn es voll wird. Und falls ihr das nicht macht, könnte es sein, dass ihr einige böse Blicke erntet. Genauso sollte man auf der Rolltreppe auf gar keinen Fall links stehen, außer ihr lauft. Aber falls ihr steht und ihr wollt wirklich nur von der Rolltreppe hochgefahren werden, stellt euch rechts hin, weil links laufen Leute die Rolltreppe hoch, Leute, die in Eile sind, die gerade von der Arbeit kommen. Und die werden sehr, sehr ungemütlich, wenn ihr da links steht und den Weg blockiert. Das ist in vielen großen Städten so. Ich glaube, in Frankfurt habe ich das schon so ein bisschen gesehen und auf jeden Fall in London. Aber ich weiß, dass es auch viele Großstädte gibt, in denen die Leute etwas gechillter sind. In Paris auf gar keinen Fall, also in Paris auf gar keinen Fall links stehen auf der Rolltreppe und in der Metro immer schön die, wie nennt man das denn? Die Klappsitze freigeben. Dann, einen weiteren Fehler, den ihr in eurem eigenen Interesse vermeiden solltet, ist, mit einem großen, schweren Koffer nach Paris zu kommen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, man sollte überhaupt nicht mit einem Koffer nach Paris kommen, sondern mit einem Rucksack, am besten so einen riesen Wanderrucksack, weil das echt das Praktischste ist, falls ihr mit der Metro fahren wollt. Denn die Pariser Metro hat sehr oft sehr, sehr viele Treppen, die man laufen muss. Es gibt nicht überall Rolltreppen, es gibt nicht überall Aufzüge und die Metrogänge, die können unendlich lang sein, I kid you not. Also es kann gut sein, dass ihr irgendwie 10 Minuten lauft in Châtelet zum Beispiel und ja, wenn ihr dann einen schweren Koffer dabei habt, wird das sehr, sehr unangenehm. Das heißt, ja, falls euer Budget nicht für ein Taxi reicht, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr mit einem Rucksack hierher reist und ihr werdet mir dankbar sein. Ich habe diesen Fehler auch schon häufig gemacht. Ich mache ihn noch ab und zu und jedes Mal denke ich mir, warum? Warum habe ich mir das angetan? Das ist wirklich die Hölle. Man sieht auch immer verzweifelte Menschen, verzweifelte Touristen, die versuchen, ihren Koffer die Treppe hochzuschleppen. Und die Pariser sind nicht unbedingt gewillt zu helfen, was das betrifft. Ja, also manchmal schon, aber man sollte seinen Koffer auch vielleicht nicht fremden Leuten in die Hand drücken. Deshalb nimmt lieber einen Rucksack. Dann unterschätzt auf gar keinen Fall die Taschendiebe. Ich weiß, es wird immer vor Taschendieben gewarnt und man denkt sich, ja, ich passe auf, aber die Taschendiebe in Paris, die haben ein echt hohes Niveau und ich kenne so viele Leute, denen schon was geklaut wurde, die teilweise nicht mal wissen, wie es passiert ist. Also die sind einfach mega gerissen und es gibt einfach Sachen, die man in Deutschland vielleicht machen kann, aber hier echt nicht machen sollte. Beispielsweise sollte man, wenn man nah an der Metrotür sitzt, nicht sein Handy einfach so in der Hand haben und tippen. Es kann sein, dass Leute einem das aus der Hand reißen beim Aussteigen. Genauso, wenn man beispielsweise vor einem Treppenaufgang sitzt, kann sein, dass Leute von hinten durch die Gitter greifen und dir dein Handy wegnehmen. Also Handy immer schön in der Hand halten, so mit der ganzen Hand halten. Auf gar keinen Fall in die Hosentasche, vor allem nicht hinten am Hintern. Also ganz, ganz schlechte Idee, sehe ich auch immer wieder, dass Leute das machen. Mit Rucksäcken, wenn ihr einen Rucksack habt, auf jeden Fall in der Metro vor euch nehmen oder sicherstellen, dass nichts hinten drin ist. Taschen solltet ihr immer vorne tragen und nicht hinten, wo man die aufmachen könnte. Wenn ihr im Restaurant seid, auf gar keinen Fall die Tasche einfach nur auf den Sitz neben euch stellen oder unter den Sitz. Also ich habe eine Freundin, der wurde einfach die Tasche ja quasi von den Füßen weggeklaut. Also ich habe meine Tasche eigentlich immer auf meinem Schoß oder habe irgendwie den Henkel so ein bisschen um mein Bein herum oder so, damit da nichts passieren kann. Auf gar keinen Fall irgendwas in Jackentaschen lassen, das habe ich auch schon erlebt, dass Leute versucht haben, ja, einfach ihre Hand in die Jackentasche hinter mir gemacht haben. Ich hatte nichts drin, aber das ist mir auch schon passiert.
Genau, also die finden ihre Mittel und Wege und wirklich, ihr könnt nicht aufmerksam genug sein, die Sachen sind so schnell weg. Auch wenn ihr bei den Metros, also wenn man hier in die Metro einsteigt, dann muss man immer durch so eine Barriere durchgehen. Und teilweise gibt es Leute, die sich dann an euch dran kleben und mit euch da durchgehen, weil sie nicht bezahlen wollen. Die fragen nicht um Erlaubnis. Und teilweise machen die das auch, weil sie schauen wollen, ob sie euch zum Beispiel das Handy klauen können oder sowas in der Art. Also aufmerksam sein und aufpassen, dass ihr ja einfach niemals unaufmerksam euer Handy oder euren Geldbeutel zückt. Genauso, wenn ihr bezahlt, in der Metrostation, wenn ihr Tickets kauft, passt auf, dass niemand euren Code aussperrt, dass niemand hinter euch steht. Ja, ich habe alles schon gehört und wirklich, ich will euch keine Angst machen, aber passt auf eure Sachen auf, wirklich. Es ist kein Zuckerschlecken in Paris, was Taschendiebe betrifft. Der nächste Fehler, also was heißt Fehler? Aber eine Sache, die man in Paris nicht macht, ist Trinkgeld geben, beziehungsweise das Aufrunden, was wir in Deutschland machen. In Deutschland ist es ja so, wenn, sagen wir mal, das Essen 29 Euro gekostet hat, dann sagt ihr 30 und dann weiß der Kellner, okay, ich kann 1 Euro Trinkgeld bekommen. Dieses Aufrunden, das existiert so in Frankreich nicht und die Leute verstehen das auch nicht. Also wenn ihr Trinkgeld geben wollt, dann gebt es einfach als Kleingeld hinterher, lasst es auf dem Teller liegen oder gebt es den Leuten in die Hand oder sowas in der Art. Aber ihr solltet wissen, dass man in Paris und in Frankreich allgemein eigentlich gar kein Trinkgeld geben muss. Es ist überhaupt nicht schlimm, es ist auch keine Beleidigung für den Kellner oder die Kellnerin, wenn ihr das nicht macht. Und bei den Pariser Preisen sollte man sich überlegen, ob man da auch noch ein Trinkgeld geben möchte. Und genau, also ja, ihr müsst hier auf gar keinen Fall Trinkgeld geben. Und wenn, dann nicht so wie in Deutschland, sondern ja, lasst einfach ein bisschen Kleingeld liegen. Manchmal gibt es so diese Tellerchen mit der Rechnung drauf, da kann man dann ein bisschen Trinkgeld lassen. Aber so im Allgemeinen geht man hier zum Bezahlen auch oft eh direkt an den Tresen und man bezahlt einfach nur und man geht. Genau, das ist nämlich auch eine Sache. Also ihr solltet nicht darauf vertrauen, dass der Kellner zu euch kommt, um zu bezahlen. Häufig geht man hier direkt an den Tresen und bezahlt einfach dort. Also hier in Paris ist das inzwischen so fast Standard. Ich erlebe ganz, ganz selten, dass mir jemand die Rechnung bringt. Und ja, also sitzt da nicht rum und wartet darauf, dass euch jemand abholt, sondern geht einfach direkt an den Tresen, an die Bar und bezahlt dort. Dann einen weiteren Fehler, den man auf gar keinen Fall begehen sollte. Also erstmal, ich denke, das versteht sich von selbst, aber Restaurants und Cafés in touristischen Gegenden sind meistens überteuert und schlecht. Ich glaube, das haben wir alle schon verstanden. Aber in Paris gibt es noch etwas Spezifisches, finde ich. Und zwar sollte man nicht in Cafés und Restaurants direkt an Metrostationen gehen. Vor allem an eher touristischen Metrostationen. Also das sind immer die allerteuersten Orte und Cafés. Und ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil es irgendwie praktisch ist, wenn man dann direkt in die Metro steigen kann. Aber ich habe schon erlebt, dass da ein Espresso 3,80 kostet und solche Geschichten. Also, falls ihr in der Nähe einer Metrostation seid und ihr seht ein schönes Café, schaut erst auf die Preise, bevor ihr euch hinsetzt. Das sind ziemlich oft nicht die coolsten Cafés. Die Leute gehen da nur hin, weil es irgendwie praktisch ist, weil sie auf ihren Zug warten, auf die nächste Metro warten oder auf eine Verabredung haben. Und ja, die Cafés nutzen das aus, dass sie so praktisch platziert sind und schlagen ganz heftig drauf. Insofern allgemein sollte man sich in Paris nicht in Cafés oder Restaurants setzen, bevor man die Karte mal kurz angeschaut hat, weil ja, es gibt immer wieder böse Überraschungen und selbst ich, die jetzt schon eine Weile erlebt, erlebe das manchmal, dass ich mich hinsetze, die Karte anschaue und denke, oh mein Gott, und dann wieder gehe. Genau, deshalb immer vorher mal schauen. Ja, dann als nächstes würde ich euch raten, nicht in unbekannte Viertel zu gehen oder euch einfach, ja, so treiben zu lassen in bestimmten Vierteln. Es ist natürlich total schön und ich will euch das jetzt auch nicht komplett ausreden. Versteht mich nicht falsch. Es ist total schön, wenn man einfach mal so drauf losläuft und die Sachen entdeckt. Aber in Paris gibt es Gegenden, wo, ja, gerade wenn man sich nicht auskennt, man in etwas komische Situationen geraten kann. Also es gibt auf jeden Fall Viertel in Paris mit relativ vielen Drogenhändlern, mit relativ vielen Prostituierten. Es gibt Gegenden, wo man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sexuelle Belästigung erlebt. Typisch sind da so alle Viertel um den Gare du Nord herum, die Metrostationen Barbès, Château Rouge, Stalingrad, ist auch nicht immer so super angenehm. Und ich würde sagen, als Einheimischer, wenn man sich gut auskennt und weiß, wie man die Sachen einschätzen kann, dann kann man da auch mal hingehen und manchmal hat man ja auch einen Grund, dahin zu gehen. Aber als Tourist sehe ich da auch nicht so das große, wie soll ich sagen, ich sehe nicht die Motivation dahinter, dahin zu gehen. Und ja, ihr solltet das vielleicht vermeiden, vor allem wenn ihr auch die Sprache nicht sprecht. Es kann echt sein, dass ihr in unangenehme Situationen kommt. Und deshalb würde ich sagen, pass auf, schaut, dass ihr eher in Gegenden bleibt, wo ihr auch andere Touristen seht oder viele Einheimische, die vertrauenserweckend aussehen. Und sobald ihr das Gefühl habt, es wird so ein bisschen eine komische Gegend, lieber umdrehen, lieber woanders hingehen. Da gibt es auch meistens nicht so viel zu sehen für euch. Und ja, passt auf und geht mit gutem, gesundem Menschenverstand voran. So, dann etwas, was
ja, vielleicht ein bisschen sehr deutsch ist, würde ich sagen, aber ich erlebe sehr oft, dass deutsche Touristen sich relativ laut verhalten, sich relativ laut, ja, aufregen und rummeckern. Und das ist etwas, was in Paris ganz schlecht kommt. Also erstmal laut reden oder zu laut reden in der Metro zum Beispiel ist hier ganz schlecht. Da werden die Leute dich schief anschauen. Und dieses laute Rummeckern, was Deutsche manchmal ganz gerne machen, das ist was, was allgemein hier nicht gut ankommt. In Frankreich allgemein, würde ich sagen. Und deshalb, ja, bisschen ruhig sein, sich nicht so aufregen, go with the flow. Und ja, vor allem nicht so laut reden. Wir Deutschen haben etwas höheres, wie soll ich sagen, eine höhere Lautstärke, würde ich sagen, als Franzosen. Und ja, mir passiert es auch manchmal, dass ich da anecke. Deshalb, ja, auch im Restaurant, redet ein Ticken leiser. Passt euch ein bisschen an die Franzosen an. Auch etwas sehr Deutsches ist, dass man Leute gerne beobachtet und gerne anstarrt. In Deutschland fällt mir das immer wieder auf, wenn ich zu Hause bin, dass ein, ja, im Bus oder so die Leute einfach die ganze Zeit so relativ ungeniert anschauen. Und das ist etwas, was man in Frankreich nicht macht. Und vor allem in Paris in der Metro ist das einfach creepy. Also natürlich könnt ihr mal kurz jemanden anschauen, den Blick streifen lassen. Aber man starrt hier Leute nicht an, man beobachtet sie nicht. Man lächelt sich meistens auch nicht an. Und genau, wenn ihr das macht, dann kann es sein, dass die Leute sich sehr unwohl fühlen. Deshalb, genau, Blickkontakt kurz halten, nicht übertreiben. So, das nächste, was man nicht machen sollte als Deutscher, ist zu untypischen Zeiten essen wollen. In Frankreich gibt es sehr strikte Essenszeiten. Und es ist so, dass, ja, zwischen 12 und 15 Uhr meistens Mittag gegessen wird, 15 Uhr ist schon ziemlich spät. Und viele Restaurants und vor allem eben nicht touristische gute Restaurants, die haben oft nur von 12 bis 14 oder maximal 15 Uhr auf. Das heißt, wenn ihr als Deutscher um 16 Uhr denkt, jetzt würde ich gern Mittag essen, dann steht ihr dumm da und dann gibt es meistens nur Kebab und Tacos, die ich nicht empfehlen kann. Und selbst da werdet ihr komisch angeschaut, wenn ihr um diese Uhrzeit esst. Genau, in Frankreich sollte man sich an die Essenszeiten anpassen. Das heißt, Frühstück am besten vor 10 Uhr, Mittagessen zwischen 12 und 14 Uhr und Abendessen vor 19 Uhr ist auch sehr, sehr untypisch. Und selbst 19 Uhr ist noch relativ früh. Ich würde sagen, die meisten Leute essen so gegen 8 Uhr. Genau, also passt euch daran an und ja, versucht nicht um 16 Uhr irgendwo Mittag zu essen, weil alle Restaurants, die um diese Uhrzeit aufhaben, sind für Touristen gedacht und sind meistens nicht besonders gut. So, der nächste Fehler, den man nicht begehen sollte, ist ins Museum zu gehen, sei es der Louvre oder ja, den Eiffelturm zu besichtigen, am Wochenende, ohne vorher reserviert zu haben. Vor ein paar Jahren war das noch möglich, ich habe das auch vor ein paar Jahren noch geschafft, aber inzwischen, auch durch die Corona-Zeit, ist es einfach üblich geworden, dass die Leute online reservieren. Und Paris ist auch einfach so voll geworden in den letzten Jahren, dass es echt unerträglich ist, wenn man ja, am Wochenende zum Beispiel versucht, in den Louvre zu gehen oder in die Orangerie oder egal, alles. Wenn ihr irgendwie könnt, falls ihr länger hier seid, versucht solche Sachen unter der Woche zu machen, dann habt ihr auch noch eine Chance, da gut reinzukommen. Aber wenn ihr irgendwas Touristisches am Wochenende macht, versucht vorher zu reservieren oder geht sehr, sehr früh hin, weil sonst steht ihr 100.000 Jahre Schlange oder ihr kommt gar nicht mehr rein. Genau, also unterschätzt nicht, wie unglaublich voll diese Stadt ist, wie unglaublich touristisch diese Stadt ist und wie krass die Wartezeiten sein können. Und gerade, falls ihr irgendwie Kinder im Gepäck habt oder falls es heiß ist, kann das sehr, sehr anstrengend werden. So, und das Letzte, was man auf gar keinen Fall machen sollte, ich glaube, wir Deutschen sind da auch relativ vernünftig, da sich andere Touristen, die da deutlich schlimmer sind. Aber um den Eiffelturm herum oder um Montmartre herum sind sehr, sehr viele Leute, die kleine Eiffeltürme verkaufen und allen möglichen Schund und irgendwelche gefälschten Markenprodukte. Erstmal solltet ihr wissen, dass es in Frankreich verboten ist, Fälschungen zu kaufen. Ja? Also nicht nur sie zu verkaufen, sondern auch sie zu kaufen. Das heißt, wenn ihr eine gefälschte Gucci-Tasche kauft, dann macht ihr euch strafbar. Genau, also erstmal aus diesem Grund sollte man das nicht machen. Und zweitens, das ist organisierte Kriminalität teilweise. Ja, oft sind das Flüchtlinge, die keine Papiere haben, die hierher kommen, die nicht wissen, wie sie Geld verdienen sollen und die dann in irgendwelche dubiosen Geschäfte verwickelt werden, wo sie mega ausgenommen werden. Sie dürfen das Geld dann auch meistens ja nicht komplett behalten. Und dieses System sollte man aus meiner Sicht nicht unterstützen, so sehr man Mitleid mit diesen Leuten hat. Ich habe auch mega Mitleid mit diesen Leuten. Aber ja, glaubt nicht, dass alles Geld, was die bekommen, dann auch in ihren eigenen Taschen landet. Genauso was Bettelei betrifft, es gibt wahnsinnig viel organisierte Bettelei hier und man merkt meistens den Unterschied. Also wenn ihr Gruppen von Leuten seht oder was sehr typisch ist, sind so Frauen, die so tun, als ob sie gehörlos wären und dann Unterschriften sammeln. Gebt denen kein Geld und passt auch auf, weil teilweise sind das auch noch Taschendiebe. Allgemein, ich würde sagen, in Paris versucht wenig Leuten
Geld zu geben. Also klar, irgendwie ein Bettler, der einsam vor Carrefour City, das ist ein Supermarkt, sitzt. Und genau, das ist was anderes. Aber sobald ihr irgendwie an solchen touristischen Orten seid, gebt kein Geld, kauft nichts, es ist immer schlecht. Und es wird wahrscheinlich nicht in den Taschen der Leute landen, sondern in der Tasche von irgendeinem Big Boss, der das Ganze organisiert. Wenn ihr Leuten wirklich helfen wollt, dann fragt zum Beispiel, ob sie was zum Wecker wollen, ob sie Durst haben oder solche Sachen. Und wenn die Leute das verneinen, dann wisst ihr meistens ja eh schon, wie der Hase läuft. Ja, und mit diesen Worten werde ich das Video auch beenden. Ich würde mich super freuen, wenn ihr mir auch noch Tipps in den Kommentaren da lasst. Ich habe sicherlich Dinge vergessen. Was kann man irgendwie noch vermeiden als Tourist, um ja, eine gute Zeit hier zu haben? Und dann sage ich euch Tschüss, au revoir, à la prochaine.